Moin Leute, was geht ab? Heute zeige ich euch Liegestütze für Anfänger. Dranbleiben! So, bevor ich euch Anfängern helfen möchte, wie man sich da steigern kann, also von der einfachsten Variante bis zur schwersten, müsst ihr erstmal wissen, wie die normale Ausführung der Liegestütze geht. Also die neutrale, wenn ihr sie dann könnt. Denn da gibt es halt viele Fehler. Viele verletzen ihre Schultern, weil sie das schlecht ausführen. Und es gibt auch viele Varianten. Ihr könnt zum Beispiel nur auf den Trizeps mehr eingehen oder natürlich auch auf die Schultern. Aber die Ausführung ist das A und O. Und die möchte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar gehen wir mit den Armen schulterbreit auf den Boden. Ihr könnt auf den Handflächen gehen, auf den Fäusten. Auf den Fäusten knickt ihr dann halt nicht um, sondern habt eine stabilere Haltung. Oder ihr nehmt zwei Hanteln oder Griffe, es gibt dafür extra Griffhalterung. Dann könnt ihr die halt festhalten und da habt ihr den Vorteil, dass ihr dann weiter runter gehen könnt, weil die Griffe höher sind. Wir gehen auf jeden Fall schulterbreit auf den Boden, bilden eine Linie zur Schulter, sodass es nicht zu weit geht, nicht zu eng. Weil das ist dann wieder, wenn ihr zu weit geht, geht ihr mehr auf die Brust ein. Wenn ihr zu eng geht, geht ihr auf den Trizeps ein. Und bei Schulterbreit habt ihr so etwa beides drinnen. Und wir bilden auf jeden Fall eine Linie, vor allem mit den Unterarmen, genau wie bei den Bankdrücken. Wir drücken ja nicht zu eng, zu weit, wenn wir die Brust treffen möchten. Deswegen, jetzt nur mal als Beispiel. Und wir machen jetzt die Liegestütze und die Füße packen wir zusammen, nicht zu weit. Ihr könnt die auch übereinander legen, wenn ihr das sehen könnt. Und wir bilden eine Linie mit dem Körper. Das heißt, wir hängen nicht durch, gehen auch nicht mit dem Arsch nach oben, sondern bilden eine gerade Linie. Der Kopf zeigt nicht nach oben, auch nicht komplett nach unten, sondern bildet mit dem Körper eine Linie. Und dann gehen wir runter. Hierbei müsst ihr achten, dass die Ellbogen nicht nach außen gehen. Denn wenn ihr das macht, gehen wir zu stark auf die Schulter ein. Und ihr dürft die Ellbogen auch nicht ganz nach hinten drücken, sondern 45 Grad vom Körper weg. Dann geht ihr runter, langsam nach unten, atmet ein, kurz zum Boden, atmet die stark aus und drückt weg. Ja, das machen wir nochmal. Das machen wir einfach weiter und weiter, bis ihr halt nicht mehr kennt. Ihr kennt das ja, aber so ist die Ausführung auf jeden Fall optimal und ihr werdet auf jeden Fall einen guten Pump haben in der Brust und auch im Trizeps etwas. Aber als Priorität ist hier natürlich der Brustmuskel gesetzt. Und das einmal zur Ausführung. Jetzt zeige ich euch das Ganze für die Anfänger, weil viele schaffen noch nicht mal halbe. Und da gibt es halt viele Alternativen. Zum einen könnt ihr das Ganze auf den Knien machen, man nennt es auch Frauenliegestütze, ohne jetzt jemanden hier zu diskriminieren. Und des Weiteren, da gehen wir halt auf die Knie. Ich zeige euch das mal von der Seite. Hier ist wichtig halt, dass wir auch den Rücken wieder gerade halten, den Arsch raus. Gehen auf die Knie, legen die Füße übereinander und dann wieder gleiche Position mit dem Oberkörper. Eine gerade bilden und dann gehen wir wieder runter. Da habt ihr halt euer halbes Gewicht etwa. Aber hier werdet ihr auch ein bisschen mehr auf die Schultern eingehen, weil ihr halt einen größeren Weg nach unten habt, einen diagonalen Weg, als wenn ihr gerade runter geht. Das ist auch eine Alternative. Aber ich zeige euch jetzt mal den ultimativen Trick für den Anfänger, der noch nicht mal das schafft. Ja Leute, wie ihr seht, improvisiere ich jetzt mal wieder. Ich habe mir einfach zwei große Kissen geholt, um eine höhere Position zu gewährleisten. Das heißt, wenn ich runtergehe, muss ich nicht komplett runtergehen, sondern habe eine höhere Ablage. Je höher, desto einfacher es ist. Und ihr nutzt nicht den kompletten Radius aus. Nachher noch was ich vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr rausgeht, also nach oben, streckt die Arme nicht komplett durch.
Das ist nicht gut für die Gelenke, sondern haltet immer eine kleine Spannung, also nicht komplett durchdrücken. Wie hier zu sehen, also überspannen, sondern leicht angewickelt sein. Das einmal dazu nochmal. Ja, wie ist das mit der Ablage? Zeige euch das mal jetzt. Wir gehen runter. Ja, das ist ziemlich gemütlich. Haben eine kleine Fehlung, können wieder hochgehen. Wir nehmen einen halben Weg, sehr einfach. Wer es noch einfacher möchte, der legt sich einfach komplett hin. Und dann von unten geht er wieder hoch. Legt sich komplett hin und wieder hoch. Das werdet ihr dann so lange machen, bis ihr merkt, ja, ich habe das jetzt locker, ich kann eine Lage abnehmen, also das Ganze tiefer machen. Und dann macht ihr das nochmal. So, jetzt habt ihr es auf jeden Fall schwieriger. Dann könnt ihr wieder ablegen, wenn ihr möchtet. Und das Ganze so, ja, zu rantasten. Bis ihr es dann, ja, komplett bis auf den Boden schafft. Hier könnt ihr dann wieder euch ablegen, also ihr geht runter, legt einmal komplett ab und dann geht ihr wieder hoch. Das macht ihr dann so, bis ihr es schafft, runter zu gehen. Also irgendwann werdet ihr dann es schaffen, komplett runter zu gehen, kurz vom Boden halten und wieder hoch zu gehen. Und das Ganze kann man dann steigern. Ich habe mal ein Video gemacht, vor längerer Zeit, mit verschiedenen Varianten, wie man ja, super Reize setzen kann. Das verlinke ich euch mal hier. Also oben einmal als Karte oder unten in der Infobox. Könnt ihr euch mal gerne angucken, wie ihr gute Reize setzen könnt mit Liegestütze. Das ist dann schon mehr für die Fortgeschrittenen, sag ich mal. Aber als Anfänger finde ich, ist das ein guter, ja, Einstieg in die Liegestütze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet damit was anfangen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo und schreibt in die Kommentare, wenn euch das was geholfen hat. Auf jeden Fall sag ich Peace! Underground's not a mountaintop, mama, we made it. Faded occasionally, but that never dimmed up the lights. Screaming, the scene went cold, only